SV Waldhof Mannheim und dem Halleschen FC. Auf dem Podest die beiden Cheftrainer. Herr Storenberg, ich bitte Sie um Ihr Statement zum Spiel. Ja, schönen guten Tag zusammen. Paddy, Glückwunsch an dich und deine Mannschaft zum Heimsieg. Ich denke, wir haben am Anfang große Probleme gehabt oder uns vielleicht auch nicht zugetraut, gegen das Angriffspressing rauszuspielen von Waldhof Mannheim. Haben dann irgendwann im Laufe der ersten Halbzeit mal so ein paar Phasen gefunden, wie man das lösen kann, und hatten dann auch unsere Momente. Ich glaube, beim ersten Gegentor haben wir eine Kontersituation, müsste fast die erste Kontersituation gewesen sein, wo wir dann einen Fehlpass spielen und den Ball kurz zum Torwart zurückköpfen. Liegen dann hinten, kommen dann durch ein Traumtor von Can Czerwakowski aber zurück und haben dann aus einer eigenen Ecke oder Freistoß, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, die Kontersituation zum 2:1 hat uns dann natürlich schon wehgetan. Haben dann in der Halbzeit umstellen müssen, wollen hoffen, dass bei Niklas Landgraf nicht so schlimm ist im Adduktorenbereich, und haben dann unsere Momente mit Sicherheit danach gehabt, ein zweites Tor zu schießen. Aber wenn Waldhof mit der Qualität in die Tiefe, mit dem Tempo, mit der Spielstärke natürlich auch Räume kriegt, dann machen wir uns auch nichts vor. Dann sind immer Momente dafür, für die Heimmannschaft, die torgefährlich war, die wir überstehen mussten. Und trotzdem ein Riesenkompliment an meine Jungs. Haben jetzt zuletzt unglaublich viel wegstecken müssen. Wollen wir hoffen, dass das bei Aaron Herzog jetzt nicht auch noch schlimmer ist. Und gerade die Jungs, die dann auch reinkommen. Lukas Kriebsch ist heute der erste Einsatz. Ja, ist noch U19-Spieler. Auch Tom Bierschenk der zweite oder Elias Löder. Ja, die haben sich reingeschmissen. Wir haben alles versucht, haben uns gegen die Niederlage gestemmt. Am Ende sollte es nicht sein. Und ja, für uns ist jetzt noch viel, viel bitterer wie heute die Niederlage. Hätten wir vielleicht hier mit dem einen oder anderen Verletzten noch mehr rausgehen. Aber ja, wollen wir ein bisschen positiv denken lieber und jetzt mal zurückfahren, die Diagnosen abwarten und dann hoffen, dass der ein oder andere zurückkehrt, damit wir dann wieder noch mehr Paroli bieten können, weil nächste Woche haben wir auch keine englische Woche, sondern sind dann auch wieder ein bisschen erholter. Paddy, dir und deiner Mannschaft alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schnorrenberg. Patrick, dein Statement zum Spiel. Ja, zunächst mal erstmal vielen Dank für die Glückwünsche, Flo, und für die lobenden Worte. Ja, ich denke, wir haben sehr gut in die Partie gefunden. Also ich hatte schon das Gefühl, ab der ersten Minute, dass wir griffig in den Zweikämpfen sind, dass das, was Flo auch sagte, das Durchlaufen auf den Positionen im Angriffspressing sehr gut getaktet und mit einer hohen Aggressivität gepaart war. Von daher hatten wir direkt ein gutes Gefühl. Folgerichtig dann, ich glaube, 8., 9. Minute, ich weiß nicht, das 1:0 erzielt. Ja, und dann sind wir weiter im Flow geblieben mit einer unwahrscheinlich guten Ballsicherheit, mit einer guten Zirkulation, immer wieder Kontersituationen, die wir kreieren konnten. Und dann kriegst du in einer Unterzahlsituation, wo Marco Höger draußen behandelt wird, genau in den Zwischenraum, wo er normalerweise steht, den Pass auf Czerwakowski, der dann mit einem Traumtor zum 1:1 quasi aus dem Nichts eigentlich so ein Stück weit das Tor erzielt. Aber gut, kurz geschüttelt, weiter dran geblieben, quasi dasselbe Spiel ging vonstatten, das verdiente 2:1 auch erzielt, hätten dann nochmal nachlegen können, hatten, soweit ich das noch im Kopf habe, den Schuss von Hamza Sagiri oder an den Pfosten, an die Latte, dann glaube ich Bojamba noch ein und Schnatterer, die sich da mit Martinovic in der Absprache so ein bisschen selbst gestört haben oder im Weg standen. Gehen dann in die zweite Halbzeit und ich glaube, da war es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wobei ich glaube, dass mehr Ballbesitz auf der Seite von Halle gewesen ist. Wir trotzdem unsere Chancen gehabt haben, Halle auch, Timo Königsmann zweimal sehr gut pariert und die Situation für uns gelöscht hat. Trotzdem muss man sagen, wir müssen es einfach schaffen, auch unsere Torchancen dann ein Stück weit konsequenter zu nutzen und dann auch das Spiel vielleicht ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. So sind wir immer wieder auf Messerschneide darauf bedacht, dass jede Aktion gut gelingt und wir uns immer wieder auch in gefährliche Konterräume oder in gefährliche Räume des Gegners ins letzte Drittel begeben und vielleicht ein Stück weit dann mehr aufmachen, weil wir doch eine Mannschaft haben, die dazu neigt, einen offensiveren Trend zu setzen im Spiel. Das bedeutet, dass wir schon versuchen, unsere Mannschaftsteile nach vorne zu schieben, gerade wenn der Deckel noch nicht drauf ist, und deswegen die einzige Situation, wo ich sage, das kann man ein Stück weit besser lösen. Im Großen und Ganzen geht es darum, dass du 3 Punkte einfährst, die haben wir heute geholt. Wir haben ein gutes Spiel gezeigt in beide Spielrichtungen. Und ich hoffe natürlich auch für Halle, dass es Herzog hoffentlich nichts Schlimmes zugestoßen ist, sodass ihr die Verfügbarkeit über den Spieler habt und dass die anderen auch schnell zurückkommen. Und wünsche natürlich Halle und dir, Flo, alles Gute, euren Spielern, und eine gute Heimfahrt auf jeden Fall. Danke. Vielen Dank, Patrick. Dann kommen wir zu den Fragen der Pressevertreter. Dann wird zweimal Thorsten Huf von Mannheimer Morgen für dich, Patrick. Zunächst einmal, im zweiten Durchgang wurde vieles ungenauer. Hatte das auch mit dem Aufwand in der ersten Halbzeit zu tun? Ja, ich denke, dass Halle sein Spiel auch angepasst hat und
dass sie dann auch gesehen haben, wie unser Spiel so ein Stück weit aufgebaut ist und da gut reagiert haben, die Räume anders, ein Stück weit anders besetzt. Wenn ich das richtig im Kopf habe noch, sind dann auch mehr die Zwischenräume belaufen worden von den Außenpositionen und dann ist es natürlich immer wieder ein Stück weit schwer, sich selber wieder in das Spielgeschehen reinzudenken und neu anzukommen. Ne? Hinzu kommt, du hast das 2-1 und ein Stück weit im Kopf, die Temperaturen sind hoch und du hast einen Gegner, der unbedingt will und alles rausholt, mit einer hohen Qualität auch auf Halle, also aus Halle-Sicht gesehen. Und von daher, ein Spiel läuft nie über 90 Minuten komplett rund. Es hat immer Höhen und Tiefen im Spiel. Du musst ja gewissermaßen ausgleichen. Und ich denke trotzdem, dass wir das geschafft haben und so dann auch den Sieg hier behalten konnten. Und die zweite Frage, wie viel Rückenwind gibt der Sieg Richtung Braunschweig? Das werden wir sehen. Also das ist ja wieder der nächste Schritt. Jetzt müssen wir die Jungs erstmal wieder zurückholen. Wir müssen erstmal wieder eine gute, fokussierte Trainingswoche ableisten. Wir müssen gucken, dass keiner krank wird, verletzt ist oder sonstige Blessuren davon getragen hat. Braunschweig ist eine komplett andere Nummer. Und da werden wir uns dann anfangen, am Montag werde ich dann anfangen, mit meinem Trainerteam uns auf das Spiel vorzubereiten, gucken, was auf uns zukommt. Und dann werden wir sehen, was passiert. Fakt ist, das hat man auch gestern wieder gesehen, bei Havelse gegen Viktoria Köln hier oder heute Würzburg-Magdeburg in Magdeburg. Das sind halt, in der Liga ist alles auf Messerschneide. Und wenn du nur 99% anstatt 100 gibst, gewinnst du ja kein Spiel. Und das muss uns klar sein, dass wir immer wieder bereit sind abzurufen, immer wieder bereit sind, alles zu investieren. Und wenn wir das machen, dann ist egal, wie der Gegner heißt, dann bist du auch in der Liga konkurrenzfähig. Vielen Dank, Patrick. Das war von der Pressekonferenz. Wir wünschen dem Hallescher FC eine gute restliche Saison, gute Besserung den verletzten Spielern und bis zum Rückspiel. Bis dann. Danke. Danke.